Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der Pepsi Ananas im Test, denn die fehlt uns auch noch. Pepsi Mango aus den USA haben wir zuletzt probiert. Jetzt gibt's die Pepsi Pineapple im Test. Hammer, oder? Wie mag das wohl schmecken? Übrigens eine Pepsi mit Zucker, also kein Zero-Getränk, gibt es in den USA und in einigen Import-Export-Shops. Dank einiger Import-Shops, auch in Deutschland zum Beispiel bei Beast Mode Germany. Da habe ich sie her. Und sie ist eisgekühlt aus dem Kühlschrank. Zutaten und Nährwerte wie immer am Ende des Videos. Und ich bin gespannt, ob mich diese Pepsi genauso zum Ausrasten bringt wie die Pepsi Mango. Die fand ich auch schon mega geil. Boah. Allein schon das Geräusch. Ja. Und es riecht nach Ananas. Aber richtig krass. Ich muss hier gerade mal schauen. In meinem Chaos habe ich hier irgendwo ein Glas versteckt, ihr Lieben. Ah, ich habe es gefunden. Ups, da ist es. Und wollen wir mal schauen, wie es denn so schmeckt. Gut gekühlt. Und was für eine geile Fruchtsorte, oder? Ich würde mir mal in Deutschland diese Sorten wünschen, hier von Pepsi oder von Coca-Cola, aber dann auch gerne mal wieder mit Zucker. Aktuell gibt es ja die Cola mit Zuckern in der Glasflasche, in der Cherry und Vanille Edition, in der, beziehungsweise glaube ich in so einer ganz speziellen 1 Liter Edition. Und das hat wirklich einen ganz intensiven Ananasgeschmack. Und es passt auch irgendwie mit der Cola. Ananas ist ja schon sehr süß. Cola ist sehr süß. Wenn man das trinkt, ist es echt so, wirkt die Cola so ein bisschen wie der süße Träger der Ananas. Man beamt sich damit, glaube ich, direkt in den Zuckerhimmel hoch 10. Aber eisgekühlt, vielleicht sogar noch mit Eiswürfeln, absolut geil. Nichts, was man trinkt, wissen wir auch, um seinen Durst zu löschen. Aber um vielleicht seinen Zucker zurückzulöschen und so ein bisschen als Nachtisch. Pepsi mit Ananasgeschmack. Geil. Wobei ich sagen muss, dass Pepsi auch hier die zuckerfreien Getränke hier mit Cherry und Vanille ziemlich gut hinbekommt in Deutschland. Ich finde, die sind geschmacklich, obwohl ich echt kein Zero-Fan bin, wirklich sehr gut gelungen. Und die Ananas-Pepsi ist nice. Also Mango bleibt definitiv mein absoluter Favorit. Aber ich finde, die hält geschmacklich, was sie verspricht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Deswegen auf einer Skala von 1 bis 10 schmeckt besser als erwartet. Ja? Pepsi with a splash of pineapple juice steht drauf. Bekommt von mir 8 stolze Punkte. Wäre ich Ananas-Liebhaber, bei mir ist die Mango ein bisschen geiler als Frucht, würde ich ihr, glaube ich, sogar 10 Punkte geben, weil das Potenzial hat sie auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher Team Mango oder Team Ananas seid. Aber probieren geht über studieren und es lohnt sich auf jeden Fall mal die Pepsi Ananas zu probieren. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!